schon zurück? Ihr glaubt wohl, ihr habt es schon geschafft. Doch nur ein wahrer Held hat einen Platz im Heldensaal. Seht ihr eure eigene geisterhafte Statue? Erst wenn sie fest geworden ist, seid ihr ein wahrer Held. So, jetzt, das hat sie ihm dann gehört, dass wenn ich an der Flasche nuckel. Ich hab mir extra was ins Glas eingegeben und trotzdem aus der Flasche. Na, egal. Und da steht jetzt Satz 2. Ist das cool? War das früher auch so? Ich weiß es nicht, aber. Warte mal, kann mir. Jetzt weckt das schon. Nein, das meine ich jetzt mal. Okay. So. Ach, wieder mit dem. Der Typ. Wusste ich doch, ihr lachtet doch nicht von ein paar luppigen Leichen niedermachen. Ich habe etwas, das euch weiterhelfen könnte. Danke. Ich schenke es euch, obwohl ich keine Ahnung habe, was es ist. Doch, passt schon. Lebensflasche! Und wir sind komplett geheilt. Wir sind komplett geheilt. Wir sind komplett geheilt. Und kein anderer will mit uns reden. Also gehen wir wieder. Jupp, wir wollen den Heldensaal verlassen. Ich habe so das Gefühl, ich werde dieses Spiel. Beziehungsweise tue es, glaube ich, jetzt schon. So, nun geht's. Im nächsten Bereich. Und zwar das Bergmausoleum. Es war früher mein Hass, aber auch mein Lieblingslevel. So, ja, gemischte Gefühle. Der Meister des Bergmausoleums brennt darauf, euch zu sehen. Lasst ihn nicht warten. Er hat ein Herz aus Glas. Oh ja. Oh ja. Ihr betretet ein Haus der Qualen. Angeblich gehen böse Dinge in den Geheimkatakomben unter diesen Saal vor sich. Ich sehe schon. Ich sehe schon etwas, was ich nicht leiden kann. Okay. Vielleicht ging es schon für ganz besondere Hexen, okay. Ich will hier nochmal nachgucken. Ah. Hilfsgargoyles. Diese Gargoyle-Wächter sind nicht gerade sehr gesprächig und fragt ja nicht nach ihrer Singstimme, es sei denn, sie steht auf Rock'n'Roll. Bedumpsch. Okay, schön. Kennt ihr diese Tage, an denen ihr voller Elan das Haus verlasst und dann merkt, dass ihr etwas wirklich Wichtiges vergessen habt? Tja, so geht es diesen Kerlen die ganze Zeit. Tja, also, ne? Noch was? Nein. Ja. Diese Viecher waren damals richtig assi. Ich nehme an, dass sie heute noch genauso mies sind. Denn sie können uns unsere Sachen klauen. Wenn ich mich recht entsinne. Zumindest war es früher der Fall. Und dann sind sie einfach mal mit dem Schwert losgetigert. Kann auch durchaus möglich sein, dass das heute immer noch passiert. Hallo. Geh jetzt nochmal vorsichtshalber zurück. Okay. Teppich sieht aus wie von Harry Potter. Da hinten ist auch noch einer. Und es ist immer ein Spaß, die Dinger wieder zurückzukriegen. Unser Keule hat wieder 100%. Da kommen wir noch nicht rein. Das habe ich früher schon geschafft. Ja, ich empfehle hier jeden einmal reinzugucken. Ah, so ging das. Also einmal gedrückt halten. Oder mehrmals draufhauen. Doch, mehrmals draufhauen, okay. Ich wusste es jetzt nicht mehr genau. Nein. Nein. Hä?
Da müssen wir jetzt runter. Und ich glaube, ich hasse, was jetzt kommt. Ich sehe es schon. Ich sag ja, mein Hass, aber auch mein Lieblingslevel. Vorsicht vor diebischen Kobolden. Diese Halunken ziehen euch bis auf die gepanzerte Unterwäsche aus. Man erzählt sich, sie verhökern ihr Diebesgut an die Gargoyle-Händler. Das weiß ich nicht, aber... Vorsicht vor Nein! Was ist man doch zum... Kacken so blöd. Hau ab! Hey, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich bin immer noch nicht gut beim Springen. Ja klar, du rennst aber durch, oder was? Ja klar. Also ich hab's auch geschafft, ohne dass ich beklaut wurde, aber... Nein, das nehme ich noch nicht. Was ist das? Und jetzt lauf. 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 Spring da doch. Fuck. Mhm. Ah. Okay. Das ging früher nicht. Das ging früher tatsächlich nicht. Okay, wir haben keine Mondrune. Hätte ich das gewusst, okay. Okay. Dann. Oh. Jetzt weiß ich's. Jetzt mache ich's mir einfach. Mondrune. Huch! Ah! Natürlich renne ich in euch rein. Oh, hier wurde ich früher ganz oft beraubt. So. Gib das zurück. Es gibt tatsächlich eine Trophäe dafür. Ich fass es nicht. Unglaublich, ey. Die wir schon Biester, ey. Nein. Okay. Der Buntglasdämon ist der Meister des Mausoleums. Seine elende Seele steckt in einem gefrorenen Glasherz. Diese eisige Bedrohung ist in einen Schleier der Dunkelheit gehüllt, unter dem Mausoleum zu finden. Okay. Ich muss gerade ganz kurz Schatz schreiben. Sehe ich ja gerade mal wieder im Außendienst, wie immer. Ist ja nichts Neues mehr. Nein! Nein, nein, nein! Du gehst! Weil wenn sie da, wenn sie hier einmal runterlaufen, dann bist du gearscht. So, jetzt füllen wir mal unsere Lebensflächen hier auf. Mich wurmt das immer noch mit diesen Glassplittern, weil das ging früher wirklich nicht. War früher unmöglich. Vielleicht bin ich rübergesprungen. Die Mondrune. So, hier kommen wir jetzt auch durch. Und... Wie cool. Der ist immer noch da. Das möchte gern Phantom sehnt sich nach einer neuen Melodie. Es scheint jedoch zu den immer gleichen Akkorden der Verzweiflung verdammt zu sein. Okay. Faustrunde gefunden. Das ist voll. Das ist auch voll. Okay. Die Dinger mache ich da noch nicht.
Hier müssen wir jetzt auch einmal wieder hin. Bachchen! Okay, ich kann eingesammelt werden. Fläschchen gefunden. Und Notenblätter! Lauf, 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 auflauf, 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 auflauf. Okay. Wir haben den Auflauf gerettet. Ich bin jetzt schon wieder süchtig nach dem Spiel. Wah! Cool, dass die Dinger jetzt kaputt gehen. Nein. Ich glaube, damals waren sie rot. Nein. Ich glaube, das war aber gerade ein Fehler, was ich gemacht habe, oder? Ich weiß es gerade nicht. Kann auch sein, dass das... Uch. Uch. Ich weiß gerade nämlich noch nicht, ob das so gut war. Aber ich meine, es... Eigentlich müsste vorher erst noch... Das passieren, was... Loh. Nein! Hier, bitte. Danke! So. Ich habe gerade vergessen. Na, vielleicht geht es gleich noch. Ich wusste, dass er cool aussieht. Ich weiß gar nicht mehr. Wie ging das nochmal? Fuhr! Ich weiß nicht mehr, wie das funktionierte. Jetzt. Genau so. Schlimmste, warte mal. Ich hab geschützte Kette. Mal so. Nein. So. Das so. Aua. Nein. Oh. Ja. Nein. Gut ist, dass wir drei Lebensflaschen haben. Okay, nur noch zwei. Na. Na. Na.
Na. Na. Ich bin so schlecht in diesem Kampf jedes Mal wieder. Tada. Ich war nicht gut. Aber es war damals schwerer. Wie oft bin ich damals gestorben? Schädelschlüssel. Oh. Der hat mich gerade selbst getötet. Oder? Ah, nee. Ach, das war der Ausgang. Früher musste ich, glaube ich, zurücklaufen. Also, einfach nur den Gang runter. Hereinspaziert. Dies ist der Heldensaal. Städtchenjäger, bitte ins Erdgeschoss. Anspruchsvollere Kunden, kommen bitte ins Obergeschoss. Oh, Mann. Okay. Geht aber gerne mal Schwert. So, drei Stück. Da hinten müssen wir hin. Da, Fortescue. Ha, was höre ich da? Zarok lebt immer noch. Ich dachte, ihr hättet den Burschen erledigt. Naja, macht nichts. Dann zeigt es ihm eben jetzt. Diese Zombie-Meute ist ziemlich groß. Wie sieht's denn mit euren Waffen aus? Hier, nehmt meinen Kampfhammer ab. Er haut alles in Stücke und hält besser als jede Keule. Ich kann hier ja höchstens Nüsse mit ihm knacken. Unsinn, Fortescue. Ein Nein gibt es nicht. Haut mal ein paar Köpfe für mich mit ein, wa? Danke. Oh, yeah, ma. Ha! Okay. Ja klar, der eine hat nur gewackelt, oder was? Ach komm. So, jetzt bin ich zufrieden. Ich will jetzt aber hier nochmal. Ja, schmeckt, ne? Ja, wir wollen den Heldensaal verlassen. Medieval. Ich kann das so schnell gar nicht lesen. Ja. Warte mal. Rückkehr zum Friedhof. Ja. Genau das. Das verlorene Skelett ist zurück. Jetzt müsst ihr euch bis in das Land der Lebenden durchschlagen. Aber nehmt euch vor dem Friedhofswächter in Acht, sie lieben es, Knochen zu begraben. Die Friedhofswächter. Scheiße. Okay, ja. Level macht ihn. Bis früher, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ja, klar! Hier sieht's aber jetzt ein bisschen anders aus. Warte mal. Doch, hier sieht's anders aus. Hier war vorhin nur das ganze Wasser. Okay. Apropos, dann können wir hier erstmal nochmal wieder in unser Büchlein reingucken. Herr Orgel. Die Kobolde im Bergmausoleum waren das ständige Üben des Phantoms Leid und versteckten seine Notenblätter. Wie die meisten Koboldpläne ging auch dieser nach hinten los. Das Phantom haut weiter in die Tasten, aber noch schräger als zuvor. Ja, richtig so. Zu König Peregrins Zeiten hielt man Kobolde oft als Hausdiener. Leider waren dies grausame Zeiten und viele Kobolde wurden sehr schlecht behandelt. Kaum verwunderlich, dass diese cleveren kleinen Wesen eine geheime Allianz mit Zarok eingingen. Als die Männer von König Peregrin am Morgen der Schlacht von Galomä erwachten, waren sämtliche Hauskobolde fort und mit ihnen jedes Stück Unterwäsche im ganzen Reich. Nie zuvor
war der Ansturm einer Armee so verheerend vereitelt worden, bevor die Schlacht überhaupt begonnen hatte. Ja, passiert. Buntglasdämon. Ich hielt es immer für eine schlechte Idee, einen Dämon ins Buntglasfenster zu setzen. Ist das nicht seltsam für einen heiligen Ort? Fragte ich. Was, wenn ein vorbeikommender Zauberer ihn mit Magie zum Leben erweckt? Aber hat man auf mich gehört? Ja, sein Kiefer mag aus Glas sein. Aber wenn ihr meint, sein dunkles Herz wäre leicht zu zerschmettern, liegt ihr falsch. Okay. Schüsse von probierender Bedeutung. Probierender, ne? Okay. Den... Aua! Ey! Ihr Mistkerle. Die sind echt mies. Nein! Aus! Wenn man sich denn dagegen verteidigen? Ich habe das Gefühl, mich erwartet da gleich noch eine ganze Armee von. Brauchst du ein Leben... Oh. Ein Lebensbrunnen. Rote Licht. Wow. Oh. Wir haben noch einen Lebenspunkt. Einen. Schön. Das Ding betätige ich jetzt mal nicht. Silberschild. Jetzt schon? Okay. Sehr schön. Ich habe den Lebensbrunnen gefunden. Ach ja. So. Nehmen wir an, wir brauchen den hier. Sesam, öffne dich.
Ach, du grüne Neune.